ist ein Handschuh gefallen. Sind die Leute richtig empört? Ja, aber, guck mal. Ich frage dich ja danach. Die Polizei muss unter dem Gesichtspunkt Sicherheit und Gesundheit in allererster Linie entscheiden. Und sie hat entschieden, dass diese Gegenkundgebung nicht stattfindet, ist vom Verwaltungsgericht bestätigt worden. Aha. Und damit ist die Rechtslage klar. Aha. So. Und jetzt... Ich sehe ja, dass viele Leute friedlich demonstrieren. Das finde ich auch in Ordnung, aber es muss auch dabei bleiben. Naja, aber sie kommen überhaupt nicht in die Nähe des Geschehens, sind ja weit weg. Da sind ja auch gar keine Rechten da. Ja, eben. Da sind ein paar. Ne? Au! Mann! Ah! Ah! Hört auf jetzt! Hey! Nicht sie mal ist! Ihr könnt doch den normal abführen! Ihr könnt doch den normal abführen! Was soll denn das denn? Eine friedliche, und wie geht's hier mit brachialer Gewalt rein? Ich bin genauso. Alles klar. Ja? Pass mal auf, warum sind Sie denn so brutal? Nicht das mal, wenn was passiert mit Nadis. Wenn was passiert mit Nadis. Das war Rassismus. Schuhe. Ne? Und hier vorne wieder halt Wir sehen hier links, wie die Polizei Leute abführt. Es ist uns völlig unklar, was den Leuten vorgeworfen wird. Wir fordern die Polizei auf, das zu unterlassen, diese Räumungen zu beenden und die aufzuhören, Antifaschistinnen und Antifaschisten zu kriminalisieren. 1. Mai, Nazi frei! 1. Mai, Nazi frei! Hey, pass auf, die kommen zu euch! Ach so, stimmt, ich wollte jetzt hier führen. Ey, ich habe heute meine super coolen Socken, das müssen wir sehen. Der Angel. Ja. Damit müssen wir das Backcover haben. Ach, hier war gar nicht das Maifest. Ja, ich hab die ganze Zeit den Bratwurststand gesucht. Ich dachte schon, dann kommt die erste Band. Ich dachte, ich darf nicht grün werden. Ich möchte nur deine goldenen Sämpfe getragen werden. Ich glaube, wir dürfen nicht einfach schweigend und tatenlos zusehen, wie die Neonazis den 1. Mai missbrauchen und unsere Straßen und Plätze zu besetzen versuchen. Da müssen die Bürger sich schon zeigen.
es soll dabei friedlich zugehen. Ich erinnere mich immer mit großem Gefühl an die wichtigste Losung vom Herbst 89, keine Gewalt. Das muss auch hier gelten und daran muss man sich halten. Aber sich zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind, das muss sein. Welchem Gefühl sehen Sie denn aber dem Tag entgegen? Man sieht ja, die Stimmung ist doch relativ aufgeladen, jetzt schon. Ne? Also bisher geht es noch. Bisher ist es noch ruhig und ich hoffe sehr, dass es friedlich bleibt. Aber wie gesagt, Schweigen wird ja, wie man weiß, häufig als Zustimmung betrachtet. Und deswegen sollten die Bürger dieser Stadt einfach nicht schweigen. Sie sollten sagen, dass sie von den Nazis nicht halten, dass sie sie hier nicht sehen wollen. Ich will erstmal sehen, was passiert, wie die Situation ist, aber ich will natürlich auch zeigen, dass ich nicht einverstanden bin, dass die Neonazis den 1. Mai missbrauchen und dass sie Straßen und Plätze in Berlin in Besitz nehmen wollen. Da finde ich schon wichtig, dass die Bürger der Stadt ihr Gesicht zeigen und sagen, nein, wir wollen das nicht. Ja. Wie demokratisch sind die Grundlagen, auf denen sowas möglich ist? Die sind so demokratisch. Ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen und auch die Meinung gegen andere zu sagen. Und da wir ein gutes Gedächtnis haben, Deutschen sollten es haben, die Nazis haben schon einmal den 1. Mai missbraucht, sie haben schon einmal dieses Land förmlich besetzt und die Demokratie und die Menschenrechte abgeschafft. Und da muss man zeigen, dass man ein gutes Gedächtnis hat und dass man den Anfängen schon wehren will. Wie wird der linke Protest sich formieren? Wie wird es vor sich das gehen? Weiß ich nicht. Bisher ist alles sehr friedlich. Leute sind zwar aufgeregt, das ist auch verständlich. Und sie verstehen nicht, dass das eine verboten und das andere erlaubt ist. Das ist forciert Emotionen, aber ich hoffe, es geht friedlich aus. Herr Thiese, was erwarten Sie heute? Was hier heute passiert? Ich gehöre nicht zu denen, die auf Abenteuerurlaub hier sind und die gespannt sind, dass irgendwas passiert. Es soll friedlich zugehen und die Bürger sollen die Chance haben zu zeigen, dass sie die Neonazis nicht haben wollen in dieser Stadt, dass sie den 1. Mai nicht missbrauchen lassen wollen. Und Sie unterstützen die Aktion hier heute, die Gegendemo? Ja, ich unterstütze das in der ausdrücklichen Absicht und dem Wunsch, dass es friedlich dazu geht, dass es keine Gewalt ausgeübt wird. Was hat Ihnen Herr Körting gerade gesagt zur Strategie der Polizei? Werden die mit aller Macht versuchen, Demonstration durchzusetzen? Hat er verständlicherweise mir nicht gesagt, welche Strategie sie haben. Was soll das auch? Sondern er hat nur erklärt, warum die eine Kundgebung untersagt worden ist, auch vom Verwaltungsgericht, und dass die Polizei sich daran hält. Und wie gesagt, ich habe die Polizei nicht zu kritisieren. Die hat eine furchtbar schwierige Aufgabe zu bewältigen.